zwei, drei. Und das Ganze wird nicht abgezäunt, aber da kommt auf jeden Fall hier noch was hin. Sprich, die zwei Mühlen reichen von Anfang mal aus. Dann werden die Felder hier noch vollends besamt. Ja, nicht, was ihr jetzt wieder denkt hier. Schmuddelige Landing. Ganz normal hier ausgesät. So wie man es halt richtig macht. Jetzt kommt alles weg. Jetzt kommt alles mit. Bis es soweit ist, die Kühe müssen sie bald finden können dafür. Dann sagen wir mal Essen. Baking. Apple Pie. 1, 2, 3, 4, 5. Und Rob Hawk. 4 Pie. 1, 2, 3, 4, 5. Snowberry und Bananas. Ex, das brauchen wir nicht. Okay, so wie dazu. Was wir nicht brauchen, ist der hier und der ja auch nicht. Das sind wir fertig. Gebackenes. Hier kommen die Apfelkuchen hin. Und auch die Pie Pie. Genau, wie zwei Sachen brauchen wir hier. Die Kuhfarms, sind die... haben die schon was? Progressive Building? Ach, der sind wiederum gerannt. Ich hätte schon gedacht, irgendwas wäre schon wieder passiert. Aber nein, nein, diesmal nicht. Haben wir denn... wir haben doch hier Kühe rumstehen. Warum trägt denn eigentlich hier gerade keine eine Kuh irgendwie? Oh, ich sehe hier gerade, hier fehlt ein Apfelbaum. Ach, Steine werden hier gerade benötigt. Ja, so quasi. So. Das dürften genug Steine sein, zumindest hierfür. Plant-Trap-Sizing. Auch nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie lange es braucht, um da Kühe rauszuholen. Ich hoffe nicht allzu lang. Der Boden ist, ja stimmt, der Boden ist ja auch nicht fertig geworden bisher. Den zerstören wir. Zerstören. Zerstören. Ja, wir können es einfach alles wegschneiden und weiß gar was, aber... da bin ich gerade leicht zu voll dafür. Da zerstöre ich lieber alles, denn ich meine... Steuerung ist ja auch eine feine Sache. So ein bisschen zumindest, ja. Dann Gathering. Trees, Plants. Immer 8 Stück davon, damit sie das mal abbauen. So viel dazu. Moment, Burner. Was brennt ihr denn? Ach, der kann Holz machen? Der kann auch Mehl machen? Was? Okay, muss ich gerade nicht verstehen. Das ist eines der Dinge, die ich wieder nachschlagen muss. Habt ihr denn genug... kaum Stein... ach, die haben den... ach, verdammt, die haben den Boden hier gemacht. Wegmin. Oh, Moment, nicht wegmin. Okay, was macht der Froggy hier? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das heißt wohl... haben wir... Moment, Moment. Da. Frog in der Nähe, das ist nie gut. Rüstung. Iron, Goblin, Hobo. Bone? Bone Cave Bench. Das könnte man machen. Nein, natürlich nicht. Wenn wir noch keinen zweiten Stock haben, dann Wood. Sagen wir mal... zwei Holzausrüstungen hätte ich gerne. Und als Waffen hätte ich gerne einmal ein Langschwert.
Und ein Kurzschwert. Genau. Wenn wir diesen Froggy denn erstmal töten, bevor wir nach hinten gehen. Ich habe wirklich keinen Bock, mich mit dem jetzt anzulegen. Ah, Puder wird gemacht. Jetzt, der schaut doch viel besser aus, schaut es. Ah. Zerstören. Der Büffel macht sich ja auch bequem. Dieser Dreiste. Haben wir noch irgendeinen Stein übrig? Gerade nicht. Nein. Na gut, aber werden wir ja gleich übrig haben, wenn wir den... Verdammt, wo ist der Froggy hin? Wenn er denn... Den jagen wir. Der ist mir nämlich eindeutig zu weit hier drin. Ja, das ist der einzigste Cent. Nein, da oben ist noch einer. Da ist noch einer. Leute? Leute, wo seid ihr? Ah, auf dem Feld ist er gerade unterwegs. Das braucht noch ein bisschen, bis das hier zum Mist voll ist. Mach schon, Barsch. Können wir schon mal. Wer soll denn unser Krieger werden? Wen haben wir denn da alles? Helena Bonel. Sibbet, Amelia. Ach, mit dem Counter diesmal. Nicht schlecht. Eleanor. Georgie, Mirabelle, Oliver. 2075. Ich würde mal sagen. Unser George wird zum Soldaten. Wie ging das nochmal? Mal kurz pausieren. Und Arthur. Hier beide werden zum Soldaten gemacht. Steht denn schon... 2-2-2-2. 1-1, okay. Dann Soldat Nummer 1. Kopf. Okay, also ich muss sagen, so läuft es wesentlich schöner ab. Oh ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Auf geht's, angetreten. Holt eure Waffen ab. Ah, der erste ist schon da. Und der zweite folgt zugleich. Ja, okay, beide sind bereit. Dann macht ihr mal... Gruppe 1 dazu. Gruppe 1 dazu. Okay, es sind zwei Stücke drin. Ihr macht... einen Patrouillenpunkt. Und zwar greift ihr... Wo ist er? Wo ist er? Warum ist er? Halt Patrouillenpunkt und los geht's. Georgie Boy und Arthur. Macht mich stolz. Macht mich sowas von stolz. Und ja, auf ins Gefecht. Können wir mal einen Kampfzug anschauen? Ja, hier. Oh, Froggy hat bisher noch nicht getroffen. Arthur hat mehr getroffen bisher. Oh, ausgewichen Froggy. Oh. Nice. Remove Patrol Point, okay. Wo war der andere? Da ist er. Den Fall geht's noch nicht gerade. Patrol Point. Gruppe 1, angebt's. Onwards we go, onwards we go. Und Bastion, ja, oh, in his face. Oh, wow. Sollte ja diesmal den Erstschlag ausführen dürfen. Ah, das hier natürlich Arthur nichts nehmen. Gar keinen Schaden genommen. Interessant. Zwei Kampfmaschinen machen einfach so mal kurz einen Prozess mit ihm. Ja, die werden beide das Essen zu essen wollen, sprich, es macht gerade keinen Sinn. Achso, warte, nee, nicht in der Luft. Wobei, vielleicht fliegen sie ja, so wie Superman, aber nein.
Der kommt wieder zurück und... Hier sonst keinen Moment, nein. Das ist gerade wunderprächtig, dann kann man nämlich... den Berg hier abminen lassen. Beziehungsweise ihr zwei... Ach, die bleiben einfach mal. Sind beides wie Zivilisten, behalten aber ihre Rüstung an für alle Fälle. Ich hoffe, die machen dann was. Minen. Habt ihr schon... Ich hoffe, die fällt jetzt da nicht runter, wenn die so weitermacht. Beziehungsweise, sie macht das alles alleine? Okay. Ah, jetzt. Also, sie haben gerade alle wohl eher nichts zu tun gehabt im Moment. Ich finde schön, dass sie es gleich mitnehmen, das ganze Zeug so. Dann können wir, während die hier am Minen sind, schon mal den nächsten Boden hier rein verlegen. Komm schon, die zwei müssen noch weg. Ja, verdammt, da habe ich einen kleinen Überhang wahrscheinlich gemacht. Na, irgendjemand? Ja, okay, die schlafen gerade alle. Okay, habe ich nichts dagegen. Was ich aber gerade leicht bedenklich finde, ist, dass sie nichts mehr zu essen da haben. Dagegen muss ich was unternehmen. Ich würde mal ganz schwer annehmen. Ist da einer? Nein, da ist nichts. Dass das ganze Zeug mal ausreichen sollte. Ja, ein paar Bohnen haben sie noch, aber kein Brot oder dergleichen. Ja. Hier liegt immer noch der Stein oben drauf. Ah, habe ich es mir doch gerade gedacht. Hier der erste, unser Arthur. Was ich mich frage, es soll ja Spezialgegenstände geben. Werden wir Excalibur finden? Das wäre episch, das wäre richtig episch. Ich glaube, ich benutze das Wort episch gerade zu oft, aber es ist mir relativ egal gerade. Es ist einfach nur episch. Ja, die sind jetzt gerade... Okay. Ja, liegt gerade mit den Prioritäten zusammen. Erst... Minen... Ne, warte mal, bevor es wegtragen... Essen, Nahrungsmittel... Ach. Die kriegen das schon hin, die machen das. Ich bin schon auf Stufe 3, ja. Und immer etwas schneller. Stufe 4 wäre natürlich... Doch, ich muss sagen, Stufe 4 hätte was. Hätte wirklich was. Und wir haben zumindest Kühe. Das nächste werden dann ein paar Schweine sein. Also wir machen hier nur eine kleine Auswahl. Sprich, jetzt hier noch zwei Schweine und... Was man hier so schon alles? Zwei Schweine und zwei Hühnchen, beziehungsweise... Da noch ein Hühnchen und da dann zwei Schweine. Dazu muss aber hier... der Stockpile dann verschwinden. Beziehungsweise können wir das einfach drüber bauen. Oh, es geht. Oh, das ist natürlich. Und eventuell ein paar Batches. Doch. Das hat was. Mit diesen komischen Skotobeans. Nope, da ist keiner mehr am Leben. Hier sind auch keine Froggies gerade unterwegs. Die sind hauptsächlich hier eigentlich. Und Rotten da oben alles ausheben. Ja. Warte, einer wäre da oben noch. Einer wäre noch da oben.
diesen Scotobies. Eventuell kriegen wir noch, eventuell kriegen wir noch. Aber da möchte ich jetzt auch gerade keine Rettungsaktion deswegen starten. Ich möchte erstmal hier meine kleine Infrastruktur haben. Badger Dice und Froggy Dice, okay. Wenn Froggies sterben, habe ich nichts dagegen. Mehr Getreide müsste eigentlich her. Aha. Aha, was haben wir hier? Hat sich Getreide versteckt. Auf dem Berg ist nichts mehr oben. Ah, hier, hier hinten. Relativ in Sicherheit. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen.